So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meiner Let's Play Warhammer. Wir machen nochmal so einen Nurgelbefall, eine Nebenmission. Wir hauen uns gleich rein. Wir brauchen noch, ich weiß nicht wie viele Punkte. Ich glaube 313 haben wir. Ja, und ungefähr 90 möchte ich noch haben. Damit wir mit 400 in die nächste Hauptmission reingehen. Aber bis jetzt haben wir Glück gehabt. Wir haben immer etwas dabei gehabt, was uns ein bisschen erhöht hat. Jetzt machen wir eine schwierigere Aufgabe mit 187. Vielleicht kriegen wir da auch noch was Gescheiteres raus. Schauen wir mal und hoffen wir. Und wie gesagt, ich glaube, die Nebenmissionen kann man immer wieder machen. Na komm, danke. Wahnsinn, wie lange das immer dauert. The corruption of Nurgle is a fascinating phenomenon, Inquisitor. Even the most resilient life forms are quickly overwhelmed by the combination of warp energies and physical pathogens. We must immediately deploy countermeasures. So, mein Schild mal aktivieren. Da gehen wir gleich mal rauf und machen Kreis. Alter, ich komme da nicht durch. Wieso, um Gottes Willen, komme ich da nicht durch? Kann man das irgendwer erklären? Ich muss so rundum umgehen? Ernsthaft? Okay, gut, mir ist wurscht. So, das erste Abzweigung. Mal hier rein. Wo bleibe ich hier stecken? Wegen diesen... Alter, geh bitte. Das muss ich jetzt leider kaputt machen. Ich hoffe, das dauert nicht allzu lang. Geht ja. So. Das hat genervt. Sesam, öffne dich. Sesam, öffne dich. Danke. Ich glaube, ich muss das Spiel bald wieder neu starten. So, da haben wir diesen, ich weiß nicht was, Priester. So, er ist tot. Augenimplantate haben wir gekriegt, sehr gut. Ich hoffe, wir kriegen da jetzt gescheites Zeug raus. Ich hoffe es. Recoil, unclean. Ja, ja, komm nur her. Wenn du dich ranziehen willst, bitte, selber schuld. So, wohin? Oder war's da schon? Nein, rauf muss ich. Okay. Rauf, rauf, rauf. Immer schön brav rauf. Brauchen wir Nachschub. Wir können L2 drücken, damit das Schild gleich wieder neu ist. Und hier haben wir Nachschub. Und wir sind wieder voll. Sehr gut. Ab geht's. Verpisst euch da von mir. Wo ist dieses Drecksding? Da drüben. Da schießen wir gleich mal rein. Nurgle-based contamination neutralized. Teleport beacon in range. Jupp, das werden wir gleich nutzen. So, schauen wir ganz kurz. Es wird eh nichts angezeigt, okay. Teleportieren wir unsere Tour. Mal schauen, wo wir hinkommen. Genau dahin, auf die Schnittstelle. Sehr, sehr gut finde ich das. So, wir gehen geradeaus weiter. Meine Güte. Wo der überall hängen bleibt. Verpisst euch. So, wir gehen. Ich würde aber vorschlagen, wir gehen zuerst mal rauf. Warte jetzt mal, da sind aber viele Gegner, die nehme ich vorher noch mit. Schaut euch um mich. Alter, ich habe ein Schild, dass der das nicht checkt. So, boom, 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 boom. Und checkt nicht, dass es einfach von mir abprallt.
Ich spiele mit den Kugeln. So, wir stellen uns hier in die Mitte. Putz. So, machen den Champion da fertig mit seiner Orgenrüstung. So, hier oder im nächsten Raum. Ich glaube, im nächsten Raum ist das erst. Hier haben wir eh nichts, gell? Na. Auch hier haben wir nichts. Leider Gottes. So, Sesam, öffne dich. So, ihr verpisst euch da mal alle von mir. So, und vor mir ist das große Ding. Gut. Wir machen Kreis, vernichten alle auf einmal. Nein, doch nicht. Fast. Na. Du gehst da nicht. Nein, du sollst nicht da lang gehen. Du sollst drauf schießen. Scorched Earth Protocol. A rudimentary but effective solution. Teleport Beacon in range. So, hier gibt's auch keine Truhe. Wir tun uns wieder retour teleportieren. Sehr gut. So. Aha. Wenn wir da jetzt vorgehen, rauf, haben wir noch rechts auch noch einen Raum. Den werden wir uns auch noch anschauen. So, was haben wir gekriegt? Inkulator haben wir gekriegt. Hoffentlich ist der besser. Hoffentlich ist der besser. So, auf den schießen wir mal. Wieso geht das nie? Wenn ich auf das drauf drücke, funktioniert das fast nie. Das ist genauso wie mit dem Sprung. Das ist so eine 50-50-Chance. So, funktioniere ich oder funktioniere ich nicht? Das nervt ein bisschen. Wozu habe ich den Schnickschnack, wenn ich ihn nicht verwenden kann? So, schwerer Flammenwerfer, das brauche ich schon gar nicht. Habe ich zwar gesagt, ich kann ihn nochmal ausrüsten, aber ich weiß nicht. Ich bin noch hier lieber mit Nahkampfwaffen unterwegs. Ich habe keine Ahnung warum. Schusswaffen, ich weiß nicht. Nahkampf macht halt mehr Schaden. Wesentlich mehr. So, hier haben wir einen Nachschub. Brauchen wir das? Das Schild ist eigentlich... Das Schild ist voll, oder? Lassen wir das einmal. Achso, nein, Blödsinn. Ich kriege ja eh nur zwei. Von dem Punkt her passt das. Somit sind wir wieder voll. Geht's weg da von mir. Haben wir da sonst noch irgendwo rote Punkte? Das kann man da aber kaputt machen. Na, gehen wir rundum und um. Da ist eh ein Tor davor. So, das habe ich gesagt, das würde ich mir gerne noch vorher anschauen. Diesen Raum hier. Da gibt es auch eine Kiste, sehe ich. Sehr gut. Und auch ein Teleporterraum, okay. Wahrscheinlich ist das der Weg dann nach draußen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Teleport-Beacon in range. Ja, das weiß ich, danke. So, da oben haben wir die Truhe. Plasmapistole. Naja, eine Pistole brauche ich jetzt nimmer mehr. Sonst noch irgendwo hier was? Was zum Teufel ist das? So, wir teleportieren. Ich weiß nicht, soll ich mich jetzt wieder zurück teleportieren? Nein, ich gehe lieber zu Fuß. Bevor ich dann irgendwo... Ach, komm jetzt. Irgendwo stehen bleib. Also stehen bleib. Also wenn ich... Wenn es mich wieder irgendwo anders hin teleportiert. Und ich habe einen längeren Weg, gehe ich da lieber zu Fuß. Und bleib nicht stehen, wollte ich sagen. Na gut, auf in den letzten Raum. Dann haben wir's. Die unclean.
seid so lächerlich. Ihr könnt mir gar nichts. Nichts könnt ihr mir. So, wir schießen direkt auf das Ding mal drauf. The samples you collected are priceless for the future research of warp-borne pathogens and toxins. We also saved innumerable imperial citizens. Wir haben unzählige von Bürgern gerettet. Na, bin ich glücklich. Ab geht's nach Hause. Wie wär's, wenn die Bürger mir ein bisschen mehr Equipment geben würden, damit mein Power-Level steigen würde? Das wäre doch viel, viel netter, oder? Könnte man weitermachen mit der Kampagne. Komm schon, gib Gas. Danke. So, kommen wir mal auf 12. Yo, mächtig. So, jetzt habe ich zwar nicht geschaut, was wir gekriegt haben, aber ist ja wurscht. Also für den Levelaufstieg. So, was haben wir denn hier Schönes? Kapazität 14. Keine Ahnung. Ist genauso gut eigentlich. Kann man lassen. So, eine Energieaxt mit 78, die ist schon mal schwächer. Schwerer Flammenwerfer, meisterhafte Schrotflinte. Was haben wir hier? Das ist auch schlechter. Das ist auch schlechter. Na, komm jetzt. Wir haben nichts bekommen. Nichts haben wir gekriegt. 71 Schaden. Na, er macht trotzdem 85. Ja gut, wir haben nichts gekriegt, was wir irgendwie hier brauchen könnten. Leider Gottes. Okay, wir bleiben bei 313. Wir brauchen schwierigere Missionen. Weitaus schwierigere Missionen brauchen wir. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich überall schon drinnen war. In welchen Planetensystemen? So, da haben wir 305, da haben wir was. 121 und 73. Was haben wir hier? 162, naja. Was war das? Wo habe ich jetzt drauf gedrückt? Achso, auf diese Hauptstadt da. Deine Antwort. Was? Ich frage an eure benötigte Antworten. Ich brauche etwas von euch. Ich habe erfahren, dass ihr vielleicht die Unterstützung der Inquisitoren benötigt. Neue Mission. Dem ist in der Tat so. Ich gebe die Was? Lücke auf Station B, wo Subjekt Nummer 9 eine primitive Ampass unterzogen wurde. Hinweis, Subjekt Nummer 9 ist ein Agent, der mit einem Splitter, einer unbekannten Substanz, die in seinem Fleisch vergraben war, zurückgekehrt. Eine Kraftwelle trennte alle Verbindungen während des Sensoren Anwesen von den Warp angezeigt. Okay, und was soll ich jetzt da machen? Ich werde mich darum kümmern. Lasst euer Tech-Priester zum Hochladen der... Okay. Wir machen natürlich das Erste. Hat er mich jetzt gleich rein in die Mission? Halt, stopp! Was macht er da? Nein, ich will ja gar keine neue Mission starten. Ich habe doch nur geantwortet. Muss ich da nicht zuerst hinfliegen? Aha. Wir drücken hier auf Pause. Und diese Mission, verbleibende Feinde. Okay, wir müssen eh nur zerstören. Ich weiß aber nicht, wie diese Mission heißt. Ich habe keine Ahnung, aber die machen wir auf jeden Fall im nächsten Part. Ich hoffe, dass es euch wiederum gefallen hat. Macht's das gut. Tschüss, Papa. Euer Herzfehler.